Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich mit euch einen Salat. Der ist oft in Ex-Jugoslawien vertreten und eigentlich mega lecker und er darf beim Grillen nicht fehlen. Aber auch sonst ist er ganz fein. Ist sehr, sehr beliebt. Ja, das ist einer meiner Lieblingssalate. Der Name ist Shopska Salata. Habt ihr bestimmt schon mal gegessen, entweder im Urlaub oder in einem Restaurant. Und dieses zeige ich euch heute, okay? Das Besondere an diesem Salat ist, dass er Feta-Käse drinnen hat. Und zwar wird der Feta-Käse ein wenig in den Gefrierschrank reingetan, damit der fester wird. Und damit wir ihn dann hier auf dem Reibli reiben können. So, ich lasse ihn einfach hier oben, dass er uns nicht stört. Ich werde hier einfach mit der Gurke anfangen. Und das ist mega frisch, ja. Besonders im Sommer, wenn es frische Tomaten gibt und frische Gurken. Das ist super, gell? Meine Kinder lieben es auch. Und eigentlich bis jetzt allen, wo ich diesen Salat gemacht habe, waren super zufrieden. Er ist einfach erfrischend. Hier kommt kein grüner Salat, gell? Ja, einfach vierteln, okay? Gut. Und jetzt schneiden. Hier nicht so ganz, ganz dünn, die Scheibchen, gell? So ungefähr 1 cm. Gurken sind parat. Das gleiche mit der roten Paprika, gell? Auch so 1 cm schneiden. Ich wollte euch nur noch dazu sagen, gell, diese Haut innen drin ist da. Das mache ich schon weg, gell? Ja. Hier auch. Dieses Überschüssige, gell? Diese Sachen. Das muss nicht dabei sein. Okay. Und dann einfach wieder schneiden, gell? Paprika auch parat. Der gleiche Vorgang, gell? Mit den drei Tomaten. Okay. Einfach in Würfel schneiden und ruhig den Saft dabei lassen. Ja? Das ist ganz fein. Okay. Und so mache ich die anderen zwei. Tomaten auch parat. Ja. Zwiebelchen. Gell? Wer gerne Zwiebeln isst, einfach mehr reintun. Gell? Zwei. Ist gut. Okay, ich mache nur eine. Und jetzt kommt der Moment, wo ich wieder weinen muss. Ja, deshalb habt ihr gemerkt, dass ich das manchmal in den Mixer rein tue, weil ich das vermeiden will. Die Zwiebel ungefähr in diese Größe schneiden, gell? Man kann die auch in runden Scheibchen schneiden, was einem besser gefällt, gell? Zwiebeln sind auch dabei. Wir müssen den Salat jetzt auch irgendwie anmachen, oder? Und zwar ist es ganz einfach: klaren Essig. Eure Wahl nehmen. Hier tut sich Balsamico nicht gut. Okay? Und Sonnenblumenöl. Eigentlich würden Salz und Pfeffer vollkommen reichen. Ich mache rein Meeressalz, bisschen Chili, trockenen Basilikum und Pfeffermischung. Rot, Schwarz und Weiß. Okay. Geschmäcker sind unterschiedlich. Und jeder hat so seins, was er reintut. Gell? Ich kann nicht für alle sprechen. Hier habe ich frischen Thymian. Tue ich auch ein bisschen drauf. Im Sommer zeige ich euch meine vielen Kräuter, die ich draußen habe, wenn es euch interessiert. Okay. Wegen dem Duft. Gell? So ein bisschen von Zitrone. Wer mag. Ja, ich sage immer, das sind Vorschläge. Es gibt eine erfrischendere Note einfach da drinnen. Und passt ganz gut zu diesem mediterranen Flair. Okay, Limette auch super. Und einfach noch frische Petersilie. Ein bisschen hier in den Dressing, kann man sagen, oder? Ich liebe frische Kräuter. Darum habe ich draußen ganz, ganz viele stehen, ja. Von Minze, von
verschiedenen Arten von Basilikum, Oregano etc. Das machen wir vielleicht im Frühjahr oder im Sommer, dass ich das euch mal zeige, wenn ihr Interesse habt. Und jetzt einfach das dazu. Was ich hier erwähnen kann, ist, dass man auch zum Beispiel die Zwiebeln jetzt hier reinlegen könnte. Ja, ich zeige das euch. Die zweite Variante sozusagen. Kann ich ja machen, gell? Das tut doch nicht weh. Einfach die Zwiebelchen rein, ja, und dann das so mischen und so ein bisschen ziehen lassen. Ja. Hier ist die Schüssel, wo wir das servieren wollen. Hier ist alles drinnen. Frische Gurken, frische Tomaten, frische rote Paprika, Zwiebeln. Also hier ruhig zwei Zwiebeln rein tun, gell? Das beträgt schon, wer Zwiebeln mag. Mhm. Dann kann man vielleicht ein bisschen einen Schuss Wasser reinschütteln, gell? Ich habe jetzt hier nur einen kleinen Schuss Wasser reingeschüttelt, okay? Dann einfach die abschmecken. Gar nicht übertreiben, gell? Man soll hier schon Tomaten, Paprika, Gurken rausschmecken. Und jetzt nicht den Dressing nur an sich. Dann verdirbst du den Salat, wenn du zu viel davon reinhaust. Und so machen wir das, dass man das einfach durchmischt, wie üblich. Ja, dass alles schön vermischt ist. Schön knackig, schön erfrischend. Jetzt muss ich nur schauen, dass ihr das gut sehen könnt. Und dann geht ihr einfach daher, schüttelt was rein. Oder ihr nehmt den Salat einfach so, ja, raus. Okay, zum Beispiel. Es bringt nicht wirklich viel, wenn ich so stehe. Es ist wunderschön draußen, Sonne strahlt. Aber für meine Aufnahmen ist es nicht so gut. Was ich nur zeigen wollte, so von der Entfernung, kann man das besser sehen, oder? Das ist der Feta-Käse, was kurz im Gefrierschrank war, so für eine Stunde. Ja? Dann hat man den kompakt und dann kann man so Reibli nehmen und ihn nämlich so drauf reiben. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Restaurant. Und dann habt ihr euch gefragt, wie kriegen die das hin? Kann man ja gar nicht so schmal schneiden, ja. Schaut so aus wie gerieben, aber man weiß, dass man Feta-Käse eigentlich nicht in dem Sinne reiben kann, oder? Ist doch weich. Und am besten ist es, wenn man so länglich macht. Dann gibt es noch besseres Muster. Mhm. Das wollte ich, dass ihr einmal das von der Entfernung seht. Und dann gehe ich einfach daher und mache so ein bisschen wie Schicht. Deshalb dieser Tipp, einfach so Schichten, dass auch dazwischen ein wenig vom Feta-Käse dabei ist, okay? Nur so, dass ihr besser den Überblick habt, gell? Mhm. Und dann einfach jetzt so Salat noch drüber. Und dann noch einfach nochmal eine Schicht. Und dann wieder so. Das ist nur so eine Idee von mir, gell? Wenn man größere Menge macht oder so, dann kann man das machen. Und vielleicht so eher länglich, dann habt ihr bessere Muster, gell? Ah, okay. Okay. Das tut sich gut so. Super. Mhm. Okay. Und dann wieder da drauf. Und wieder von Feta-Käse drauf. Mhm. Jetzt einfach so ein bisschen Petersilie drauf. Das passt. Mhm. Ich mache jetzt einfach die übrige paar Stücke von Paprika so oben drauf, zwecks der Farbe, gell? So schaut der leckere Salat aus, gell? Der Salat ist fertig. Es kommt bald der Frühling und Sommer und dann kann man einfach nicht genug haben von diesem Salat. Und zum Grillen passt er am besten. Perfekt. Ja, probiert es aus, ist sehr, sehr lecker und erfrischend. Mhm. Und auf die Tipps achten. Einfache Sachen, aber manchmal sind die hilfreich. Okay, so viel von mir für euch heute. Vielen Dank für das Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für jeden Like, fürs Abonnieren und Teilen. Hab euch lieb. Ciao. Bis morgen. Morgen zeige ich euch was mit Kraut. Besser gesagt, mit Sauerkraut. Okay?